Was wäre ich bloß ohne Sie? Im nächsten Song geht es um einen Mann, der nach außen kalt ist. Aber tief drinnen ist er ein guter Mensch. Sein Name? Willkommen, mein... Naja, ist okay. Es geht, Alter. Ach nee. Der nicht. Ich muss mir jetzt ein Opfer aussuchen. Bei uns Zimmer. Sind hier vielleicht Informationen? Ich sag einfach mal Bone direkt Bescheid und frag ihn. Weil alle sagen ja irgendwie, seine Frau ist abgehauen. Da muss ja irgendwie was Wahres dran sein. Oder wieder was? Bone, komm mal her. Ich hab eine Frage. Wenn Sie ein Feind der RNK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hören Sie an. Wenn Sie ein Feind der RNK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Okay. Okay. Das macht mir die Entscheidung leichter. Düp, 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 düp. Hallo. Es geht, Alter. Komm doch einmal mit, bitte. Was denn? Das sollte lieber gut sein. Na klar. Komm einfach mit, ich zeig's dir. Das ist super, ich versprech's dir. So was Tolles hast du noch nie gesehen. Also, hier vorne ist es. Du musst dich einfach nur hier hinstellen. Bleib da denn. Mach mal hin hier. Stell dich einfach mal hier hin. Und dann sehen wir mal, was wir hier so alles machen können. Ey, wusstest du schon, dass ich eine echt coole Mütze habe? Warte mal, ich zeig's dir mal. Hier, guck mal. Ah, ich find's lustig. Ups, das tut mir jetzt aber leid. Na Mensch. Wer hätte das denn ahnen können? Oh, ich habe eine neue Notiz. Mal gucken. Ey, Notiz. Das ja. Howdy Leute, hier spricht Mr. New Vegas. Das ja. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass Sie alle zuhören. Ja? Ich höre nicht mehr zu. Also halt die Schnauze. Manny, du hast die richtige Wahl getroffen, indem du uns aufgenommen und die Schnauze gehalten hast. Diese feine pinke Benny ist unruhig, seit wir seinen Boss das Paket geklaut haben. Macht mich tierisch nervös. Aber als ich herausfand, dass wir auf dem Weg nach Boulder City hier durchkommen, da wusste ich, dass ich auf dich zählen kann. Sollen die anderen Kane doch reden. Ich weiß, wem deine Loyalität gehört. Eines Tages wirst du dich daran erinnern, wo du hingehörst, und deine Brüder und Schwestern werden dich behandeln, als wärst du nie weg gewesen. Du weißt ja, wo du uns findest. Mac Murphy. In Freeside so. Kommt es zu Spannungen zwischen der herrschenden als Kings bekannten Bande und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur der King nennt, The King der Kings. Zeigte sich gereizt und schimpfte RNK-Bürger wörtlich. Devil in disguise. Er fügte hinzu, er wolle niemanden aus der RNK in the ghetto sehen und empfahl in großem Stil, so wörtlich, Return to Sender. Weiter hiermit. Kaufleuten zufolge hat es in den letzten Tagen kaum Kontakt zu Händlern aus Nipton gegeben. Man fürchtet, der isolierte Ort könnte Probleme haben. Wenn Sie ein Feind der RNK sind, sind Sie auch mein Feind. Ist eine ganz Wüste, sag ich Ihnen. Manchmal ist der Weg. Wenn Sie ein Feind der RNK sind, sind Sie auch mein Feind. Besonders, wenn die Spuren lustig jingle,
Ich hab dort die Quest erfüllt. Wenn Sie ein Feind der LNK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hören Sie ab. Wenn Sie ein Feind der LNK sind, dann sind Sie auch mein Feind. Hören Sie ab. Schnauze! Arschloch! Ich hab deine scheiß Quest erfüllt. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal... Ja, ist vielleicht fehlgeschlagen, aber der wollte eh nicht mit mir reden. Das geht schon okay. Ich weiß, was du in Bitter Springs getan hast. Huh. Na gut. Ey, Pippoi. Oh, ich hab die Konsole geöffnet. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Ein Weltkarte. Aufgaben, da sind sie lang. Cass, Ertrank, Entsorgung. Da sind sie lang. Also geht's jetzt nach Boulder City. In Boulder City bin ich anscheinend auch verrufen. Na Mensch. Kann ja nur geübt werden. Aber ich bräuchte erstmal ein paar Vorräte. Das heißt, ich gehe erstmal nach Good Springs. Und werde da mal schauen, was ich hier im Prospector Saloon. Ne, Moment. Ich muss doch hier drüben hin. Um was zu kaufen. Welche Kaliber brauche ich eigentlich? 5,56 Kaliber 12, 5,56 Kaliber 12 und 5,56 Kaliber 12 und 357. Okay. Hey Chat, doch auf, Mann. Was für ein natürlich. Zeig mir mal, was du im Angebot hast. 5,57 Magnum Patrone, okay. 5,57 Revolver Zylinder. Den nehme ich doch. Ach ja, richtig. Ja, das kannst du haben. Ja, nimm alles. Das auch, ja, ja. Das auch, das auch. 5,56 mm Patronen. Nee, das nicht. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das, das. Das, das. Ja, das kannst du auch haben. 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 Die Knarre kannst du nicht haben. Das Dienstgewehr kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Das brauche ich noch. Das brauche ich auch noch. Das kannst du auch haben. Das auch. Das auch. Jagdgewehr kannst du haben. So, jetzt suche ich mir mal von dir noch was aus. Und zwar 5,56. Patrone. Ja, alle, die du hast. Hast du noch so? Aufbereitetes Wasser, Bier, Boxbänder, Eisen, schwere Bügeleisen. Nö. Hast du denn nichts Gutes da, Mann? Vor allem nicht viel. Kaliber? Nee, Kaliber 20 brauche ich nicht. Ich brauche was anderes, Mann. Laserpistole ist mir scheißegal. Nein. Munition noch nach der Kiste. Nee. Das kann ich alles nicht gebrauchen, Mann. Schallgangte 22er. Nee. Oh, nö, da hat irgendwie nichts Gutes. Ja, gib mir mal alle. Was dem Pack kannst du mir auch mal alle geben hier. Ich habe eh genug Zeug, um das wieder auszugleichen. Kaliber 20 Patronen brauche ich nicht zu haben. Kampfmesser kannst du haben, Kampfmesser kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Okay. Ein weiterer zufriedener Kunde. Jo. Alles klar, habe ich jetzt wieder Munition für. Den Glücksgriff habe ich. Okay, nur für den Glücksgriff. Besser als nichts.